Fische nimmt sie auch. Oh, ein Fisch. Ich kaufe ihn dir für 100 Rubin. Ich hatte gerade Geldsorgen und das hat sich jetzt komplett in Luft aufgelöst. Wie cool ist das? Toll, haben sie dich allein gelassen, Kuh. Doch nicht. Hey Junge! Du bist fast erwachsen und betrittst ein fremdes Haus ohne Erlaubnis. Ich will mit deinen Eltern reden. Na egal, weil das interessiert mich eigentlich doch nicht. Das hier ist sowieso nicht mein Haus. Ich bin auch reingegangen ohne Erlaubnis. Es ist das Haus der mächtigen Imper? Oh. Die mächtige Imper ging zum Friedhof, um eine widerliche Kreatur zu bezwingen. Seit Ganondorf aufgetaucht ist, wimmelt es nämlich von ekligen Kreaturen. Nur die mächtige Imper hat für Frieden in unser Dorf gesorgen können. Merkt du das gut, mein Junge? Nun gut. Apropos Imper, sie ist doch immer nicht zurück. Ich frage mich, was da passiert ist. Oh. Okay, aber das ist nicht so wichtig, hat er zum Schluss gesagt. So, wir hatten ja schon erfahren, dass Imper dafür gesorgt hat, dass diese Stadt, Kakariko, überhaupt gebaut wird. Naja. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich davon halten soll, ob das jetzt ein Text war, der überhaupt aktuell ist, aber ich denke schon. Skultullas Haus, hier war ich ja auch noch nicht drin. Wäh. Hey, den kenne ich doch auch. Hallo. Wir sehen so aus, weil uns auf der Flucht der Fluch der Skultullas lastet. Aber du hast 17 Skultullas zerstört. Der lässt nun langsam die Wirkung des Fluches nach. Haben dir meine Kinder, die du erlöst hast, etwas zur Belohnung gegeben? Man wird übrigens nur dann sehr reich, wenn man so viele goldene Skultullas wie möglich vernichtet. Du findest sie nur, wenn du deine Umgebung stets aufmerksam erkundest. Bitte hilf uns, wir zählen auf dich. Cool. Und was mache ich jetzt mit den 17? Du hast 17 Skultullas zerstört. Der lässt nun langsam blablabla. Oh. Ah, ich bin verflucht. Stirb. Stirb, du bist verflucht. Verflucht seid ihr alle. Was ist denn mit dir? Hui, ich bin auch verflucht. Ah, der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Oh mein Gott! Die große Börse! Jetzt hast du die große Geldbörse und kannst 200 Rubine tragen! Das ist awesome! Oh mein Gott, wir müssen mehr Skultullas töten. Wie viel sind es noch? Noch einer, zwei, drei, vier. Noch vier weitere awesome Geschenke, die wir uns wahrscheinlich holen können. Oh mein Gott. Die 200 Rubine, das ist super, weil ich habe jetzt vergessen, was die Preise waren für die Feuerrüstung und für die Wasserrüstung, weil jetzt können wir die ertragen, jetzt sind wir erwachsen. So viele Möglichkeiten. Und ich habe vorhin erstmal 80 Rubine ausgegeben, random. Für dieses blöde Bogenschießen-Spiel. Toll. Ich denke nicht, dass das Item ist. Bitte, bitte, verkaufe mir etwas mit Tee. Bitte, verkaufe mir etwas. Bitte, in einer Flasche. Nein, das kann ich nicht nehmen. Es ist nicht das, was ich haben will. Oh Mann. So ein Ratekram. Ja, was kann sie denn haben wollen? Sie eher. Ich glaube, für mich ist es eher eine Sie. Sie ist sehr zappelig. Vielleicht will sie einen Fisch. Dün, 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 dün. Da habe ich jetzt nichts im Regal gesehen, was für mich interessant ausgesehen hat. Schauen wir darüber. Ah, hier war ich eh schon drin. So, Fischi gibt es noch. Eine Fee macht nicht viel Sinn, hätte ich gesagt. Käfer. Käfer wäre auch noch eine Möglichkeit. Die sind auch so zappelig wie sie. Was muss ich denn machen?
Wir besorgen uns mal Käfer und einen Fisch und versuchen beides an sie weiter zu verkaufen. Okay, ich weiß nicht, wie viel so ein Irrlicht auffüllt. Aber anscheinend doch ein bisschen. So, Fischi haben wir schon mal. Fischi! So, jetzt legen wir Fischi weg. Essen nochmal ein Irrlicht. Wie auch immer das jetzt gehen soll. So, und hier in dieser Höhle habe ich ja schon mal Käfer gefunden. Aus der Luft geschnappt. So. Und dann gehen wir nochmal nachschauen, ob sie eins von den beiden Sachen haben will. So, hier, Fischi. Ja! Also nicht Fischi, Käfer. Oh, mein niedlicher Käfer, ich kaufe ihn dir für 50 Rubine. Und nicht falsch. Hm? Das war ja easy. Fisch auch. Oh, Fische nimmt sie auch. Oh, ein Fisch. Ich kaufe ihn dir für 100 Rubine. Ich hatte gerade Geldsorgen und das hat sich jetzt komplett in Luft aufgelöst. Wie cool ist das? Bitte, verkauf mir etwas mit C in einer Flasche. Ich muss kurz ausprobieren, ob das jetzt immer geht. Also, bis gleich. So, ich bin wieder zurück. Hilfe. Hab wieder Fischis gekauft. Hab wieder Fischis geholt und Käfer. Und schauen wir mal, ob das öfter geht. Sonst habe ich eine Geldquelle gefunden ohne Ende. Niedliche Käfer. Alter, wir können hier endlos Geld holen. Krass. Ja, jetzt werde ich auf jeden Fall mal zu den Goronen vorbeischauen. Und mal nachschauen. Einmal war dort der eine Typ. Vielleicht erinnert ihr euch, der gesagt hat, hey, ich brauche aber 6 Jahre, bis das fertig ist. Das sollte inzwischen erledigt sein. Was auch immer der da erfunden hat, schönes. Und hier sind Steine im Weg. Okay. Oh, das ist neu. Und da kommt ein Steinchen. Ich bin an die Skulptur dran, wenn ich sie haben sollte. Fuck! Die Musik ist ein bisschen stressig. Auf jeden Fall, das andere, was ich noch wollte, ist drüben schauen, ob ich die Rüstung kriegen kann. Hochklettern? Wieso kann ich da hochklettern? Kann ich hier noch höher klettern? Nö. Ist das gewollt oder ist das ein Bug? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir eine Skulptur da. Yay! Jetzt ist die Frage natürlich auch, ab wie viel Skulpturas hatten wir vorhin den einen Typen schon befreit? Wenn das jetzt... Oh, da oben war noch ein Herzteil. Ich erinnere mich. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel nach... Oh mein Gott, das Herzteil können wir uns ins Kind holen. Mit dem Bumerang. Oh, so viele Möglichkeiten. Wenn wir jetzt zum Beispiel das ausgelöst haben durch 15, dann dauert es, bis wir wieder das nächste Item kriegen. Aber ich weiß ja nicht, wie viele Skulpturas es insgesamt gibt. Aber es wäre logisch, dass es 50 gibt, wenn da 5 Leute sind, die wir befreien müssen. Andererseits müssen wir auch den Dicken befreien. Fragen über Fragen. Moment. Hat jemand die Kiste aufgefüllt? Nö. Man darf ja noch hoffen. Way. Way. Das hat's ja vollgebracht.
Die Goron werden aber sicher noch da sein, weil sonst würde deine Typ nicht 6 Jahre brauchen für seine Erfindung. So, war denn hier überhaupt der Shop? Alles wieder vergessen, aber ich glaube, der Große, der war... Nein, nicht da. War der nicht hier? Na, der war ganz unten. Alter, komm schon. Sorry. Es geht nicht mehr auf. Was ist denn jetzt? Wo ist eigentlich der Topf hin? Also der Krug? Ich bin verwirrt. Blumen sind auch verschwunden jetzt. Und da finde ich schon eine. Hast du dir gut überlegt, Q-Max? Wo habe ich den Großen denn gefunden? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Hier war die Lava. Da komme ich nicht weiter. Ich such mal kurz und dann bin ich gleich wieder da. Ah, hier war der. Okay. Ja. Ich habe eine Waffe fertiggestellt. Wie wär's damit? Möchtest du diese Waffe für 200 Rubinen kaufen? Okay. Das Langschwert. Schwinge es mit B. Benutzt du es, kannst du dein Schild nicht einsetzen. Oh, die Zahlen unten von meinem Geld sind gerade verglitscht. Interessant. So. Ist jetzt die Frage, was ist denn stärker? Ich nehme mal das Langschwert. Wow. Oh, ist das cool. Hast du noch was für mich? Das Schwert ist doch kunstvoll geschmiedet, nicht wahr? Nicht wegstecken. Okay, doch. Jo, also ich behalte dann mal das Langschwert. Was will Navy denn? Sollen wir Ski glauben und nach Kakariko gehen? Ich war doch in Kakariko. Na, auf jeden Fall. Ich mache nochmal kurze Pause und hole mir noch ein paar Bomben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Ciao. Das Schwert ist abgebrochen. Wieso ist das Schwert abgebrochen? Reklamier ich. Was soll denn das? Oh, es scheint ein Problem mit der Stabilität zu geben. Aber warte mal. Möchtest du vielleicht diese Waffe für... Ich mach das mal. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe nochmal zur Fischtante, gebe ihr 2 Fische, dann habe ich 200 Gold. Bis gleich, das will ich jetzt wissen, was da los ist. Au! Jetzt wollte ich da gerade drüber hüpfen, ihr habt es eh gesehen. Jetzt hat das Ding gesagt, mein Ei ist geschlüpft. Cool. Aber der Jump hätte fast geklappt. Aber ich bin da irgendwie abgerutscht oder sowas. Naja, auf jeden Fall. Ich gehe noch weiter zum Start und so Sachen holen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt mit 200 Rubinen. Jetzt mach mir mein Schwert wieder heil. Oh, es scheint ein Problem mit der Stabilität zu geben. Aber warte mal.
Möchtest du vielleicht diese Waffe für 200 Rubine kaufen? Okay, dann nehmen wir die neue Waffe. Was? Ist es die gleiche Waffe nochmal? Ich dachte, ich kriege jetzt was Besseres.